Ja, servus meine lieben Leute und willkommen zurück zu Gothic 2. Ein bisschen Zeit ist vergangen seit der letzten Aufnahme, aber ich bin jetzt hier wieder am Start. Guck erstmal, dass sich die Frame Rate hier wieder fängt. So. Nicht, dass wir jetzt Einbrüche haben die ganze Zeit. Sollte aber nicht der Fall sein. Wie gesagt, seit der letzten Aufnahme ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe mir jetzt noch keine großen Gedanken gemacht, auf was ich jetzt gehen will, ehrlich gesagt. Aber Fakt ist, dass wir jetzt eine Stärke von 15 haben. Und momentan, ja, ist das Beste, was wir eigentlich machen können, 10 Punkte in Geschicklichkeit zu investieren, zumindest für den Anfang, weil wir dann einfach einen 50er Degen kriegen. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Bring mir was bei. So, und zwar einmal zweimal Geschicklichkeit. Und dann, du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Können wir nämlich jetzt den tollen Säbel hier anlegen, den Degen. Haben wir jetzt noch Punkte? Nee, haben wir nicht mehr. So, ich weiß jetzt euch mal, um reinzukommen, mit dem hier quatschen. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Ja, hast du was dagegen? Du hast hier nichts verloren, Kleiner. Reg dich nicht auf, ich will nur ein Bier trinken. Okay, aber der Eintritt kostet dich 50 Goldstücke. Ja, und Kerl kann einem leid. Vergiss es, du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt. So, wie gesagt, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Jetzt geht's. Es ist nicht immer so einfach in Gothic. Das Kampfsystem, genau, deswegen. Wenn jetzt die Waffe auch nimmt, dann. Das ist schon mal meins. Ja. Deine Waffe nehme ich mal. Muss ich leider mal laden. Wie gesagt, das Kampfsystem in Gothic ist immer ein bisschen schwierig. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Jetzt müssen wir erstmal wieder. Hey! Hier Geschicklichkeit zulegen. So. Du hast. Ja, ich habe schon ordentlich zugelegt, genau. Und dann rüstet mit dem wieder aus. Und dann quatschen wir nochmal mit dem hier. Speichern allerdings vorher. Wie gesagt, der haut uns halt teilweise mit einem Schlag um. Ist ein bisschen ungünstig. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du nicht? Ich werde mir da nicht so sicher weitergehen. Nein, ich will nicht in die Kneipe. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das ist nicht wichtig. Und deshalb können wir direkt zum Geschäft kommen. Da du hier neu bist, mache ich dir ein Angebot. Du gibst mir 50 Goldstücke und kannst gehen. Das ist dein Eintrittspreis für die Kneipe. Meine Meinung vorher so schon. Wir können ja mal sehen, was die Miliz dazu sagt. Die Miliz ist nicht hier. Und weißt du auch, warum sie nicht hier ist? Das hier ist das Hafenviertel, Kleiner. Ja, hier wird sich keiner von der Miliz mit mir anlegen. Die gehen höchstens in die Rote Laterne. Du siehst, wir sind ganz unter uns. Vergiss es, du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Ich glaube mir, dass sich da was ändert. Jetzt. Na mach schon! Na mach schon! Wie gesagt, das ist nicht immer so, so einfach hier. Machen wir es anders. Wir gehen uns erstmal Rüstung besorgen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ah, fick dich. Verdammt. Du kennst dich hier. Klar. Was ist denn jetzt los? Erzählt sich ja so ein. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du? Dann ich glaub an meine eigene daran, was ich. Ah, scheiße! Machen wir es mal so. Versuchen wir es einfach mal so. Na toll. Hat ja gut funktioniert.
So. Dann gehen wir nämlich erstmal laufen. Bleib stehen, du Lump! Bleib ich ja jetzt. Der klettert natürlich erstmal aufs Haus. Kein Ding. Das Ding ist halt. Dass manchmal das Blocken nicht funktioniert. Und dann liegt man halt schneller im Staub, als man gucken kann. Tut mir leid, dass es ein bisschen dauert, aber das, da müsst ihr euch schon mal dran gewöhnen bei Gothic. Zumindest so wie ich das Spiel spiele. Läuft es öfter mal drauf hinaus, dass wir auch mal an einem Gegner ein bisschen rumhängen und probieren. Weil so ist das Ganze auch vorgesehen von den guten Entwicklern. Und nicht, dass man so lange irgendwie in der Gegend rumläuft, bis man die stärksten Waffen und stärksten Rüstungen hat und dann alles umbrezelt. Sondern das Spiel soll ja schon auch eine gewisse Herausforderung haben. Und das erreichen wir definitiv über diese Variante. So, und jetzt, wie gesagt, möchte ich mal gerade gucken, wie war denn das noch? Man musste irgendwie auf dieses Haus hier drauf. Ich glaube über die Laterne oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, genau, so über die Laterne hier oben drauf. Und dann bis zur Kante laufen und springen. Genau. Und dann gehen wir uns mal ein paar Rüstungen besorgen. Ja, das sind halt so kleine Tricks, die man alle herausfindet, wenn man sich ein bisschen mit Spielen beschäftigt auch. habe ich natürlich die ersten Male, wo ich Gothic gespielt habe, auch nicht gewusst, dass man das machen kann. Aber das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich nicht mal als Glitch auslegen würde oder als Bug-Using. Weil anders kommt man hier überhaupt nicht rein in das Lager, seit man gehört, glaube ich, der Miliz an, wenn überhaupt man dann hier reinkommt. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, das ist eher halt schlau gemacht in dem Falle von demjenigen, der es macht. Und alles weitere, ja, man kann halt jetzt einfach wieder rausspazieren und wird von dem Typen auch nicht angequatscht. Mit dem will ich jetzt nicht reden, mit dem Lord Hagen, der labert einen eh nur blöd zu, mit dem reden wir später. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon gut was an Rüstung zugelegt. Und kriegen, glaube ich, auch noch Stärke 5 im Gürtel der Kraft. Ja, genau. So. Der ist am Pennen, wie es ausschaut. Können ja mal. Wo ist nochmal die Taste fürs Schleichen? X, glaube ich. Schleichen uns hier mal durch. Taschendiebstahl, war das, dass man das so machen konnte? Ne, scheinbar nicht. Ich hänge fest. Ich kann mich nicht drehen. Hallo? Ah, jetzt. Aber die Truhen werden wahrscheinlich alle zu sein. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Aber ich finde es auch interessant, dass die eh nicht aufwachen. Auch wenn ich hier rumlaufe. Ah doch, jetzt wacht er auf. Huhu. Verdammt, was willst du? Mit dem möchte ich sprechen. Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder. Noch ungetragen. Interessiert? Nö. Was weißt du über Paladiner? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Tja, Paladiner haben deine Ware beschlagnahmt?
alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Kannst du mir vielleicht helfen? Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Weil sie ihre Befehle haben. Befehle, Beschmähle. Ach, interessiert doch keinen. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Irgendwie fällt mir gerade die Musik. Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Das ist eine verdammte Menge. Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Alles klar. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Oh Gott, so viele Sprachoptionen. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Eins nach dem anderen. Erfülle du erstmal deinen Teil der Abmachung und bring mir das Gold. Alles klar. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Und warum kann ich nicht bei dir anfangen? Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Na super. Dann zeig mal, was du hast. Zeig mir deine Ware. So, jetzt ging es schon. Die hat nämlich jetzt wieder hauptsächlich Stärke-Sachen. Wir werden aber mal die Pfeile kaufen. Kriegskeule. Das Ding ist halt immer, bei den Stärketeilen hat man halt meistens so viel Stärke, also außer jetzt bei dem Ausmesser, so viel Stärke, wie man braucht, so viel Schaden macht man mit dem Ding auch. Okay, da hat sich jetzt gerade irgendein Dings gemeldet. Irgendein USB-Gerät. Ah, da ist die Musik wieder. Na gut, dann gehen wir mit ihr hier raus und gehen mal zum nächsten Kollegen. Namentlich Bosper. Verdammt! Willkommen Schnauze. In meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Ich muss ins obere Viertel, würde ich sagen. Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen? Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein. Oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Als Fremder kommst du da nicht rein.